Hallo wieder mal, schön, dass du wieder eingeschaltet hast auf eine neue Runde Mad Max mit deinem Lieblingspfesel. Wir haben am Ende des letzten Parts da die 100% geholt und also wirklich alles gefunden. Es gab zwar auch genug Probleme, aber okay, das ist Geschichte. Der letzte Part war ein bisschen suboptimal, gebe ich offen ehrlich zu. Wir sind da so oft bei der Gruppe da drüben draufgegangen, das hat echt keinen Spaß mehr gemacht. Drin sind wir gerade runtergerutscht, sonst gibt es da keinen Weg mehr. Da gibt es noch Sprit. Oh. Aufpassen, nicht runterfallen. Ich habe die Kunst, dass sobald ich mal voll mir in einen permanenten Vollzustand begibt, bis ich tot bin. Da ist sonst nichts mehr. Da haben wir uns reingeschlichen. Wo ist das Auto? Ach, da ist es. Der Magnum Opus. I've kept her safe. Yes, safe. I have made her purr with delight. Okay. Mal kurz schauen. Roadkiller kommen? Ja, das machen wir gleich. Wir können da was verändern. Jawohl! Stoßmixer. Dieser Schlagring ist nicht übel. 30% zusätzlichen Schaden zu. Kann ich mir leisten. Erfolgreich installiert. Wie schauen sie aus? Richtig cool. Voll praktisch. Du hast sicher immer einen passenden Schlüssel dabei. Geht nur voll aufs Handgelenk, wenn du mit was reparierst. Klamotten haben wir nichts verändert, aber die Klamotten passen da. Na, weißt du was? Es ist ja so heiß. Gehen wir ein bisschen oben ohne. Wir sind zwar angeschlagen, da kennt man halt die Treffer um einiges mehr. Munitionsgürtel. Gut. 10 Sniperkugeln, 5 Schrotgewehrkugeln, Donnerstecherladungen, Messer 3. Und beim Kopf können wir auch noch was machen. Das ist der Ölfleck. Rennbemalung im Gesicht. Mit Rennfarbe bedeckt. Neue Fertigkeiten. Den Bauchschuss-Exekution nehmen wir nicht. Umkehr, die den Angreifer nach einer perfekten Parade entwaffnet. Das wäre schlecht, aber Nahkampfwaffenexekution, den nehme ich gleich. Um gefallene Gegner schnell hinzurichten. Wand-Messerexekution. Rasch hinzurichten, könnte man auch oft. Griffflucht. Benutze ein Messer, um dich zu befreien, wenn du umklammert wirst, und schüchtere so umgebene Feinde ein. Also statt einen Kopfstoß oder mit einem Ellbogen eben sich befreien, sticht er einfach zu, was nicht schlecht wäre. Und das haben wir noch nicht. Wandmesserexekution. Da mache ich mal. Na, das lassen wir mal. Das lassen wir mal. 3-Rohr-Streuung, 3 Schüsse, bevor ich nachladen muss, und ich kann mich um jede Bedrohung kümmern. Erhöht den Schaden um 25%. Schau mal das Gerät an, alter Schwede. Erinnert mich jetzt ziemlich stark an die. Wie heißt das Teil? Von Final Fantasy gab es noch so einen komischen Shooter, so einen Action-Shooter, wo man nur Vincent spielt. Moving closer! There! Take the fuel tank! It's naked! Ach, du hast eine gebrochene Achse! Got it! You shoot the flare and John Bucket comes to the rescue. Yes. Nun kurz schauen, ob er da jetzt was machen kann. Na, du bist einfach tot. Oh.
wird er schon gespawnt. Das wird die geil mit gebrochene Achse oder so. Freude, schöner Götterfunk. Also jetzt wollen wir wieder richtig schauen. Ja, der hat... Das ist sonst nichts. Reparier doch mal. So, was machen wir diesmal in dem Bad? Ach ja, ich wollte noch schauen wegen einer, deswegen habe ich mir so bunt angemalt, ob es da jetzt eine neue Lackierung gibt, denn wir haben ja einen Top-Dog besiegt. Ja, so habe ich mal gedacht. Rennfarbe. Uff, diese Lackierung ist doch aber nur fürs Rennen, oder? Heiliger, sagt, dass dem so ist. Mit pinken und blauen Rennfarben an. Okay, das ist schon zart. Nee. Ist nicht so meins. Dann bleibe ich lieber bei schwarzem Teer. Goldfarbe, Tarnung oder Standardrostfarbe. Nackt und schmucklos, so gibt es nichts, was von seiner natürlichen Schönheit ablenken würde. Thank you. Ein wahres Wort, muss man so sagen. Reparaturgeschwindigkeit kann ich noch nicht erhöhen. Seitenbrenner. Feuerzeugchen. Ödland röstet sie alle. Donnerstecher brauche ich schwarze Magie. Magie. Und da brauche ich schon 900, damit die Reifen da weghatzen kann. Passt. Das war das Signal, dass er wieder einsteigen soll. Mal kurz aufs Gas. Und ich weiß noch nicht mal, was ich jetzt machen soll. Wir müssen da noch eine Vogelscheuche, ein Sniper und zwei Minenfelder. Das ist alles da hinten. Und da liegt auch noch Schrott herum. Also mal eine Schnellreise. In den Booster kurz vor dem frontalen Aufprall benutzt, um eine Menge Schaden zu verursachen. Ja, das stimmt, machen wir. So, du Sniperli. Warte mal, was jetzt passieren wird. Nein, das wollte ich nicht. Das wird nichts. Ja, das war's ja. Warum das sind wir da? Aber zuerst die Vogelscheuche da hinten. Verdammt, verfehlt. In der Luft haben sie recht schwache Bremsen, muss man sagen. Au, was ist mein Auto so? Schau, ich bin zu dumm zum Fahren. Ich meine, hey, wo ist Taktik? Mal da hoch. Oh, das ist überhaupt schlecht, ne? Immer schön schnell rauf. Hast du da Clownsmasken auf? Na, so ist okay, Masken. So, da ist nix. Da fehlt da noch irgendwo das Wasser. Ach, da hinten wahrscheinlich. Oder da unten ist es. Schon gesehen. Blaue Flagge. Blau heißt Wasser.
This was you want. Come and get it. Ach du da. Wo seid denn ihr herkommen? Voll Dropkick in den Hinterkopf. Aber ich frag mich jetzt, wo sind die herkommen? Weder hat es ein Auto gegeben, noch sonst irgendwas. Da geht's nicht weiter. Da ist die Leiter. Ich trinke jetzt mal, sicherheitshalber. Würde mich interessieren, ob die Blutflecken da irgendwann verschwinden. Ja, vorne ist auch noch ziemlich. Aber hinten lösen sie sich auch langsam auf. Oder kommt es nur mir so vor? Und eigentlich bin ich wieder nicht da, wo ich eigentlich hin wollte, gell? Da gibt's Wasser. Ein Relikt, etwas Schrott. Schafe! Hab mich echt komisch gefühlt, als ich an all dem Essen vorbeigefahren bin. Doch diese Tiere sind alle krank. Wenn wir es rausschaffen, ohne krank zu werden, überleben wir vielleicht. Doch dann werden wir verflucht hungrig sein. Die armen Viecher. Die können überhaupt nichts dafür. Da noch irgendwas? Da war auch noch. Jetzt sind wir eigentlich wieder gut fit, gell? Gibt's noch irgendwo irgendwas zum Looten? Habe ich irgendwas übersehen? Na, haben wir alles. Ich müsste nur wieder hochfahren. Darauf habe ich ja keinen Bock. Also, Jumper Cat, komm her. Dankeschön. I'm here for you. Was? Wofür haben wir denn das Gewehr? Ich bin zwar eigentlich einer, der gern Sport. Oh, holy, holy. Passt. Hab dich im Blick. War Party approaching! Jetzt sind da echt nur noch die. Da ist noch ein Vogelscheuch und dann sind noch die verdammten Minenfelder, wo ich mit dem Hund herumfahren muss. Ja. Okay, es ist eins zu schnell. Was erwische ich den von da? How to get in there. Lagersniper. Drüben ist auch noch einer. Das nenne ich mal Sniper. Spät 40 Minuten, das Lager machen wir. Fahr du bloß vorbei. Ja, so läuft das.
Tastatur. Lass mich da durch. Hab's eilig. Erst einmal durch den Vollweg. Da hinten ist der Warcry, den habe ich schon im Hintergrund gesehen. Fuck, du bist weg. Na komm her. Ein Transfertank. Ich muss immer schauen, wie das so funktioniert. Also fürs Protokoll, ihr habt da echt Respekt vor, gell? Mit dem Benzin da herumzuhantieren. Ah, im Spül. No, wollt ihr mich ständigen? Hallo, ich weich doch aus. Ja, wer soll ich mal beruhigen? Boah. Arm gebrochen, perfekt. Konnte noch geblockt. Und immer fester weiter. Na komm her, weil du hier gerade Chance hast. Mit der Waffe kannst du aber froh sein, wenn da nicht der Kopf abgeschlagen wird, nach dem ersten Schlag. Tanks, und da oben noch eine Insignie. Ey, hallo? Ja, nimm das doch auf! Was war denn da gerade so schwer dran? Da draußen ist Wasser. Genau. Na, den will ich jetzt nicht abknallen. Den springe ich so in die Luft. So, this is where it ends. At the hands of a crazy-eyed rogue warrior is better than the blood of my brethren. Ich würde ihn eigentlich gerne mal da hängen lassen, bis wir alles haben, also bis es unser Lager ist. Gibt es da oben irgendwo Benzin? Wir müssen die ganze Zeit hin und her laufen. Andererseits, ihr könnt was trinken. Ihr könnt mir eigentlich auch wieder was anziehen, ne? Ah ja, Wasser. No mercy for them. Ja, der Fleck da hinten verkrümelt sich auch schon langsam. Der einzige Sprit, den wir da finden, ist anscheinend nur da vorne. Was mich etwas nervt. Du lebst noch. Sonst echt irgendwo ein Sprit? Da ist nix.
Oh, jetzt habe ich die Waffen unten gelassen, gell? Schöner Dropkick. Gut gemacht. Hier müssen wir mal die Kombos merken. Der Dropkick, der hat schon auf einer Brücke oder so. Oder eben gegen Stacheln. Falls es funktioniert, ich würde so gerne mal gegen Stacheln schleudern. Ob das wirklich einen Sinn ergibt oder ob die nur Dekoration sind. Das war nicht klar genug. Also, reicht. Geht ja gut, das weiter. Kurz mal die Umgebung anschauen. Da ist ein Schrottauto. Ein Schrottauto. Schrottautos sind gut. Gefällt mich. Muss ich merken tun. Da links herum geht's nicht mehr. Da ist auch nichts. Ich schau gerade, ob es irgendwo Gegner gibt. Ah, nicht mehr, gell? Weil er kommt ja wieder hoch. Puff! Das hätte ich jetzt erwartet gehabt. Das ist das Fassel da unten wahrscheinlich. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Da hängt nichts dran. Nichts passiert. Wieder mal gekonnt, Munition verschwendet. Aber mittlerweile haben wir wenigstens genug. Wer die geile Grill. Achso, nein, das ist gerade. Ich habe gerade gedacht, da ist eine geile Grill unlocked, dabei habe ich es gerade selbst in die Luft gejagt. Jetzt wäre es eine geile Grill unlocked, wenn es mal fertig ausgebrannt ist. Fällt mir ein, ich könnte heute eigentlich noch grillen. Ideen über Ideen. Nein. Passt. So, das nimmst du mit. Hallo, Warcryer. Wo verdammt nochmal sind die anderen Fässer? Ich spinne doch jetzt nicht, oder? Herin haben wir alle. Da hinten ist auch nichts. Ach, da hinten ist sie noch runtergegangen. Hatte ich vergessen, Entschuldigung. Da haben wir sogar noch runtergeschaut. Schon wieder 24 Minuten, aber ja, das Lager geht eigentlich ganz gut. Und wir tun was für unsere Bräune, schleppen einen vollen Kanister Benzin durch die Gegend. Da ist eh nichts Wertvolles drauf. Die Anlage ist größer als erwartet. Da gibt es wieder Wasser, das ist aber auch voll. Gegner. Fix da drin. Ja. Geiler Move, Typ.
Besser Move. Also gut, die Typen halten nichts aus, aber sie sind halt verdammt schnell. Und können aus der Distanz angreifen. Cool. Mir gefällt es, dass es so viele unterschiedliche Gegner gibt, die alle sehr ähnlich ausschauen. Da. Jetzt geht's rund. Perfekte Parade. Einmal ausweichen. Jetzt habe ich extra A gedruckt. Na komm her. Gut. Tötung. Also, boah. Na komm. Ja, also schlecht waren sie nicht. Drei Schrott. Vielleicht mal noch irgendwo ein Messer. Ein Schrott. Aber naja, okay, wenigstens das. Herein. Erstmal was trinken. Das wird echt eine große. Das ist eine richtig große Location. Hätte ich nicht gedacht, dass das Lager so groß ist. Ich könnte da links vorbei und ich könnte da hoch. Ich gehe da vorbei. Okay. Hat sich gelohnt für drei Schrot. Schrot. Ach, schon wieder vergessen, ich könnte ja schießen. Für warum baue ich so geile Waffen, wenn ich sie nicht einsetze? Transfer-Tanks. Was? Oh. Jetzt habe ich schon Angst gehabt, die müsste da über den Käfig drüber springen oder so. Der spawnt wieder, zum Glück. Nur noch schnell einen Schrott mitnehmen. Was macht da ein Käfig? Na, vielleicht zum Abtransportieren.